Vize-Weltmeisterin Franziska Hentke und Rückenschwimmerin Lisa Graf haben am ersten Tag der German Open in Berlin die Norm für die EM in Glasgow, 2. bis 12. August, geknackt. Europameisterin Hentke blieb im Finale über 200 Meter Schmetterling in 2:07:21 eine Hundertstel Sekunde unter der geforderten Zeit. Graf unterbot in 2:08:23 über 200 Meter Rücken die Norm deutlich, damit haben bislang 5 Athleten des Deutschen Schwimmverbandes DSV die normale EM-Norm erfüllt. Vor Hentke und Graf hatten bereits Langstreckler Florian Wellbrock, der über 1500 Meter Freistil deutschen Rekord schwamm, Lagenspezialist Philipp Heinz und Sarah Köhler ebenfalls mit deutschem Rekord über 1500 Meter die geforderten Zeiten unterboten. Zudem lösten Celine Rieder, Laura Riedemann, Leonie Beck, Henning Mühlleitner, Neckar Sulm, Damian Wierling und Johannes Hinze über die abgeschwächte U23-Norm ihr EM-Ticket.